Hallo, ich habe mir jetzt lange überlegt, was ich machen könnte, irgendeinen Weihnachtsstream oder irgendein Spiel aufnehmen oder sonstiges, was irgendwie zu Weihnachten passt. Also dachte ich mir, setze ich mir einfach eine Bummel auf und fertig. Nee, ich habe mich einfach dazu entschieden, mal ganz kurz so in die Kamera zu sprechen, was das Jahr über alles so passiert ist, vielleicht ein bisschen so rückwirkend zu betrachten. Dazu kommt noch ein Stream nach dem ersten, vielleicht am zweiten oder so, oder am ersten vielleicht auch noch, wobei eher weniger, weil ich dann mit dem Zulfi und dem Reimel unterwegs bin. Deswegen wollte ich jetzt mal kurz vor die Kamera und mit euch ja ein bisschen reden. Da, mein Weihnachtsbaum. Sieht man vielleicht. Und ja, rückwirkend betrachtet war das Jahr eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe eine Nachricht. Ich bin auf den 110 Abonnenten, das freut mich schon. Das war schon mehr, als ich eigentlich erreichen wollte, ursprünglich. Ich wäre froh gewesen, wenn ich Ende des Jahres so um die 100 gehabt hätte. Aber es waren ja jetzt dann 110. Das ist schon mal ein dickes Dankeschön an euch und fleißig dranbleiben. Das war schon, also als ich die 100 erreicht habe, das war ziemlich krass. Das ist, man kann sich gar nicht vorstellen, wie glücklich das einen macht, dass 100 Leute einem zuschauen. Das ist schon eine ziemlich große Masse an Leuten, wo einfach deinen Content mögen. Also, ich konnte mir das vorher gar nicht vorstellen. Wenn man so auf YouTube sieht, so 80.000 oder 800.000 Abonnenten, ist es mega viel, klar. Aber wenn man nochmal die 100 erstmal erreicht hat, boah, 100 Leute, da muss man sich vorstellen, da sitzt ein ganzer Kinosaal voll, wo deine Videos schauen möchte. Und das, ja gut, möchte ist relativ. Und das ist schon ziemlich krass. Deswegen nochmal ein dickes Dankeschön dafür, dass ihr so Interesse zeigt. Und ja, hoffentlich bleibt das dann auch so. Ich habe mich jetzt auch, merkt man vielleicht, nicht großartig vorbereitet. Ich wollte nur ein bisschen was vor der Kamera sagen. Das Video wird jetzt auch höchstwahrscheinlich nicht länger als 5 Minuten so circa. Vielleicht schiebe ich noch so ein kleines Video dazwischen, so ein Minigame auf jetztspielen.de oder so von Weihnachten. Ich weiß es noch nicht. Das lade ich dann spontan hoch, wenn aber dann mit Facecam natürlich. Und ja, ich werde dann noch mal ein bisschen Zeit mit meinen Eltern verbringen. Habe jetzt erstmal Weihnachtsgeschenke ausgepackt mit ihnen zusammen. Ja, so was machen wir noch? Wir beschenken uns noch gegenseitig. War ich vorhin noch beim lieben Zulfi, da ist erkältet. Gute Besserung an der Stelle. Wünscht ihm doch bitte auch mal gute Besserung. Und ja, ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr ihm auch gute Besserung wünscht. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wir haben Weihnachtsgeschenke ausgepackt und das war sehr schön. Da halte ich auch sehr viel davon. Habe ich ihm seins auch vorbeigebracht. Und ja, also ich bin schon so ein Typ Mensch, der sowas gerne beibehält. So alte Bräuche würde ich jetzt nicht sagen, aber so alte Sitten eben. Zum Beispiel wie den Weihnachtsbaum, wo ich gerade schon gezeigt habe. Oder auch, dass ich eine kleine Krippe aufgebaut habe. Ist ja jetzt egal, von welcher Glaubensrichtung man kommt. Allen frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder in einem Let's Play oder vielleicht auch, ich habe schon überlegt, ob ich die Weekend Talks wieder beleben soll, weiß ich noch nicht. Schreibt es mir doch in die Kommentare, ob ihr die gerne wieder mal sehen wollt oder eben mehr so Real-Life-Videos. Ist euch überlassen, was euch am besten gefällt. Und dann würde ich noch sagen, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtsfeiertage, ein gesegnetes neues Jahr und verbringt am besten ganz, ganz viel Zeit mit eurer Familie, wie ich es jetzt auch mache. Und ja, seid einfach nur froh und dankbar dafür, was ihr habt und wollt nicht zu viel, das ist immer blöd. Das ist echt die beste Metapher. Okay, dann macht's noch gut und wie gesagt, bis bald. Tschüss.